Willkommen heute zu einer weiteren Wochenüberblick mit Clicker, Idle und Incremental Games. So, das nächste ist jetzt heute wieder Scream Collector und mein 10-fach Aktivierung. Also ihr seht, ich habe hier inzwischen auch im Innenraum schon viele, viele Updates gekauft und das Schöne ist hier, es ist wirklich inzwischen so einfach, eine Unmenge an Diamanten und so weiter einzusammeln. Und zwar hier ist, mal gucken, das 1.0 ist natürlich noch ein ganzes Stück weg. Also mache ich hier erstmal wieder die normalen Updates und schau mal, dass ich euch ein bisschen zeige, was jetzt hier drin ist. Aber erstmal gehen wir noch mal ganz kurz nach draußen, um hier natürlich auch die ganzen Boni einzusammeln. So, ich habe hier draußen inzwischen fast alles gekauft. Also klar, die Incomes habe ich jetzt hier noch nicht eingekauft, weil die waren jetzt keine Priorität. Wichtig war, dass der teuerste oder der lohnendste am Ende auf jeden Fall die beiden Multiplikatoren hat. Und hier fehlt jetzt nur noch der weitere und nächste Verdopplung des Autoklicks. Ist ja jetzt schon bei 8 pro Sekunde angekommen. Und hier halt die ganzen 10% Boni. Ansonsten gibt es hier draußen jetzt nicht mehr viel zu tun. Inzwischen sammeln sich auch hier die Spins, die ich jetzt bisher nicht mehr erledige, sondern einfach nur noch ab und zu hier draußen einfach die ganzen Sachen einsammle und nach die Upgrades noch kaufe, die jetzt hier noch offen sind. Und ansonsten hier drin, ich gehe nochmal nach draußen. Also das Einzige, was mir nämlich hier draußen noch fehlt, ist noch ein Hidden Stuff Zeug einzusammeln. Das sind halt auch hier die 12 Sachen, die dann da oben zusammenkommen. Und das andere sind dann noch ein paar Pumpkins. Dafür brauche ich noch ein paar Mal halt den Hammer dann, damit ich die restlichen 35 dann noch klein bekomme. Und dann habe ich hier draußen zumindest auch alle Achievements abgeschlossen. Hier drin wird es noch ein bisschen länger dauern. Und die Achievements sind aktuell hier, dass ich, das Clicker und so weiter ist alles durch. Scratcher habe ich auch mehr als genug gemacht. Den Vampir habe ich schon gekillt. Jetzt gilt es bloß noch, dass ich den Bär füttern soll. Mal gucken, mit was genau. Mäuse habe ich auch schon die ersten. Ihr seht, hier habe ich mir 4 Fallen schon hingelegt. Das ist auch wichtig, weil die Fallen, genau, da kommt jetzt gerade eine. Hier bringen diese Gehulhände, diese Fallen. Aber wenn ihr die hier nicht wegnehmt, dann nimmt ihr die auch beim nächsten Mal wieder mit. Also deswegen die Fallen in Sicherheit bringen. Damit ich mit den Fallen Mäuse fangen kann, muss mein Butler mir hier erst Käse zur Verfügung stellen, mit dem ich das dann anstellen kann. Und das dauert halt noch ein bisschen. Türen öffnen. Aktuell sind 3. Ich glaube, hier soll noch eine hin und hier kommt noch eine Tür hin nach den nächsten Updates. Oder eventuell kommt auch nur hier noch eine hin, ich weiß nicht genau. Aber ich glaube, es sollen noch 2, hatte ich gelesen, dass die noch dazu kommen. So, dann die Uhr. Da zeige ich euch das Minispiel gleich. Bei den Skulls, klar, die kann man halt smashen, aber im Moment bin ich eher dabei, das Skelett immer wieder kaputt zu machen, um mit dem, um im Endeffekt dieses Achievement hier zu erfüllen. Da bin ich noch ziemlich weit hinten dran, genauso wie bei den Ratten. So, bei den Auspusten der Kerzen, da fehlt noch eine ganze Menge. Da fehlen auch noch über 400, um letztlich das letzte Achievement, das blaue ist ja das letzte vor lila, bevor es vervollständigt ist. Dann die Halloween Spirits, da bin ich glaube ich gar nicht so weit weg. Nee, ich bin sogar schon drüber. Das heißt, wenn ich im Moment resetten würde, würde ich das jetzt schon bekommen. Was hat denn da gerade geklonkt? Ich glaube, ich weiß schon, was da geklonkt hat. Weil hier ist es so, dass dieser Bücherstapel eine ganze Reihe an Updates bekommen hat. Und der kann jetzt sowohl, dass er alle 3 Multiplikatoren hier aktiviert, er kann Diamanten bringen oder er kann Scratches bringen. Bei den Scratches habe ich inzwischen auch schon, also ihr seht, ich habe hier einiges freigeschaltet. Eben vor allen Dingen das Autocollect-Zeug und das Autocollect-Zeug so, dass hier 12 Sachen angesammelt werden können. Dann, dass die Hidden natürlich öfters spawnen, also dass das Zeug, was hier angesammelt wird, auch möglichst oft kommt. Der Butler kann aktuell eben bis zu 4 von diesen Items, die hier generiert werden, halten. Und das sind vor allen Dingen Sachen, mit denen ich die anderen füttern kann. In sehr unterschiedlicher Weise. Die anderen habe ich schon teilweise abgegradet, je nachdem. Und hier habe ich den Gehul und das Total auf jeden Fall schon drin. Das heißt, hier mache ich jetzt so schnell nichts weiter. Hier seht ihr den Butler.
Es gibt den da. Und es gibt den da. Der ein bisschen sympathischer ist. Die Tentakel habe ich auch schon einmal beseitigt, was auch eins der ersten Achievements ist, die hier in diesem speziellen Feld durchlaufen, wo man halt ein bestimmtes Ereignis einmal auslösen muss. Und jetzt seht ihr gerade das erste Mal, dass die Uhr ausgelöst wurde. Eben die Uhrzeit soll ich ja noch 49 Mal stellen. Dazu muss ich erstmal die Dinger hier einsammeln. Dann kriege ich hier eine Uhrzeit eingezeigt und die stelle ich dann ein. Dann kann ich entweder eins von diesen Boni bekommen oder auch wieder direkt Diamanten. Was sehr lustig ist, am Anfang hatte ich diesen Kamin noch nicht, beziehungsweise habe den halt noch nicht aktivieren können, weil der halt erst nach einem bestimmten Hausupgrade sichtbar wird. Und da in diesen Socken spawnen nach und nach Items. Sehr unterschiedlich, das können Diamanten sein, das können Boni sein, das können Scratches sein, Drehsachen, lila Diamanten, blaue Diamanten. Also es kann alles hier reinkommen, sogar auch eine Stundenzeitsprung. Und diese Sachen hingen dann vorher einfach so an der Wand, klebten einfach in der Luft, aber mit den Socken sind sie dann zur Hälfte verdeckt. So, hier seht ihr jetzt schon das nächste Item, und zwar ein Schlüssel. Mit diesem Schlüssel kann ich diese Türen aufmachen. Die Sache ist so, hinter den Türen wartet natürlich eine Belohnung, aber hinter einer der Türen wartet auch ein Monster. Und wenn ich das Monster erwische, ist egal, welche Tür ich vorher schon geöffnet habe, ist die Belohnung futsch. Und jetzt schauen wir mal, ob ich eine Belohnung bekomme oder gleich das Monster kriege. Okay, das ist jetzt theoretisch die Belohnung. Ich kann sie jetzt gleich nehmen oder ich kann nochmal gucken. 50-50, eins von beiden ist das Monster. Wenn ich das Monster erwische, ist die Belohnung weg. Aber das ist mir bei den Dingern auch egal, weil die brauche ich jetzt nicht so sehr. Und siehe da, ich habe noch einen zweiten Preis gewonnen. Noch ein paar Scratches. So, hier sind jetzt die Schwerter schon mal komplett. Damit kann ich jetzt dem Skelett schon mal zweimal auf den Kopf hauen. Aber ich brauche drei Schläge, damit es kaputt geht. Und ich es dann wieder zusammenbauen kann. So, hier sind jetzt die ersten Items aufgetaucht. Und dann hätte ich nämlich auch das Skelett zusammen. Und hier habe ich ja jetzt schon das Upgrade gekauft, dass es einfacher wieder zusammenzubauen ist. Das wirkt sich insoweit aus. Normalerweise besteht es aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Teilen. Und es ist dann jetzt 4 Teile weniger. Es sind dann im Endeffekt nur noch 7 Teile, die dann eben zusammenzusetzen sind. Und was ihr euch vor allen Dingen merken müsst, ihr müsst natürlich mit dem Schädel anfangen. Und dieser Schädel ist hier oberhalb von dem Seil hinzusetzen, weil wenn ihr es irgendwo anders hinsetzt, dann klappt das nicht. So, ihr seht jetzt schon, hier sind meine Mausefallen vorbereitbar. Das heißt, ich kann da jetzt den Käse drauflegen und kann damit jetzt Mäuse fangen. Zack, und schon gibt es wieder einen Diamanten. Und hier das Gleiche. Komm, beweg dich oder machen wir lieber da. Zack, ist die nächste Maus weg. Das Merkwürdige ist jetzt, diese Mausefallen lassen sich durchaus noch bewegen, aber sie lösen sich aus. Also sie sind nicht ein zweites Mal verwendbar. Da passiert einfach nichts. Da laufen die einfach dran vorbei. Die sind ausgelöst und verschwinden einfach dann. Die lösen sich dann auf. So, hier habe ich noch den Wedelbesen. Der ist ja dazu da, um eben klar sauber zu machen. Erstmal die Spinnen weben und dann die Spinnen platt klatschen. Und es ist so, das sieht man hier jetzt, hat man schlecht gesehen, aber dort stand eine 4. Das heißt, ich bekomme sozusagen die Hälfte von dem, was ich wegwedle, inzwischen halt 8 Elemente, bekomme ich dann als, jetzt ist der Käse weg und nachher verschwindet die Falle auch noch. Also die Hälfte bekomme ich dann als Scratches von dem, die ich wegmache. Das heißt, wenn man am Anfang nur 3 oder 4 von diesen Spinnenelementen hat, dann kriegt man halt entsprechend weniger von den Scratches. Und ja, hier, genau, wollte ich mal gucken, ob ich dem da auch was füttern kann. Nee, kann ich nicht, weil die Süßigkeiten sind dem Gespenst vorbehalten. Und es ist sehr unterschiedlich. Also bei den Mäusen habt ihr jetzt gerade gesehen, die haben generell einen lila Diamanten gegeben. Der hier, der was auch immer, Weihnachtshelfer, Weihnachtsmonster, gibt auch generell einen roten Diamanten, ja, einen lila Diamanten. Bei ihm weiß ich im Moment nicht mehr genau, was er gibt. Die Uhr gibt eben zum Teil oder halt einen Bonus.
wenn man hier genug Kerzen ausgepustet hat, gibt es auf jeden Fall irgendwann wieder Diamanten. Wenn man genug von denen zerschlagen hat, gibt es auch einen Diamanten. Okay, also jetzt kann ich schon mal das Skelett zusammensetzen. Also ihr seht, alles verstreut. So, Kopf hier hinsetzen. Diamanten einsammeln. Das hat jetzt mit dem Skelett natürlich nichts zu tun. Das war jetzt einfach Zufall, dass es aufgetaucht ist. So, der Brustkorb unten drunter. Dann das Becken, damit man die Beine anbringen kann. So, die Sachen drehen sich auch in die richtige Position. Das heißt, das ist die eine Hand. Das ist die zweite Hand. Also der ganze Arm inzwischen. Dann Bein 1 und Bein 2. Und damit habe ich wieder weitere Diamanten eingesammelt. Und kann mir sogar schon wieder das nächste Upgrade hier kaufen. So, hier liegt jetzt schon die Falle. Wie gesagt, die räume ich jetzt mal wieder weg, weil sonst hätte die Hand die jetzt eventuell gleich wieder weggeschoben. Also nicht eventuell, sondern sie hätte sie einfach geklaut und dann wäre sie wieder weg. Den Schlüssel habe ich euch gezeigt. Das mit der Uhr habe ich euch gezeigt. Der Spell ist jetzt im Endeffekt das, was mir noch fehlt. Ansonsten hier ist, wie gesagt, diese Schädel. Könnt ihr auch einfach zerschlagen. Aber da ist es, dauert es relativ lange, bis ihr da einen Diamanten bekommt. Hier ist es auf jeden Fall sicher, dass ihr nach 3 dann einen Diamanten bekommt. So, die Ursachen wieder eingestellt. Ihr könnt die Uhr auch schon anfangen, sozusagen nach, wenn ihr noch nicht alle eingesammelt habt. Da liegt ja jetzt noch das letzte. Das heißt, das 3 Uhr ist klar. Und jetzt natürlich die Frage ist, welche 5 ist es? Und ihr könnt theoretisch auch einfach so lange probieren, bis ihr die richtige 5 erwischt. In dem Fall war es halt 55. So, ein neuer Schlüssel ist da. Dann mache ich den jetzt auch schon mal. Oh, okay. Glück gehabt, kein Monster und sogar noch Diamanten am Ende gefunden. Und bei den Sketches, ich habe ja hier noch ein Rare Golden Card to Sketch Card. Die habe ich sogar schon einmal bekommen, was mir dann eine ganze Menge zusätzliche Sketches eingebracht hat. Also ihr seht, ich habe hier eine, also auch unglaublich lange kann ich hier sketchen, ohne dass sie alle werden. Und was noch dazu gekommen ist, das war beim letzten Mal, als ich angefangen habe, noch nicht da, also in der letzten Folge, hier unten hat man zumindest eine Übersicht, was wäre denn potenziell verfügbar. Weil natürlich, wie soll ich entscheiden, ob ich jetzt riskiere, 10 auf einmal zu machen, wenn ich überhaupt nicht weiß, ob überhaupt Diamanten zum Beispiel dabei sind und ich die anderen Sachen eben gar nicht 10 ausgeben möchte. Nachdem ihr so einen Sketch gemacht habt, na, hätte ich ja die 10 gleich nehmen können, weil es war ein Diamant drin und ich habe ihn auch gleich bekommen. Wenn ihr gesketcht habt und es gab die Goldkarte, dann seht ihr die zumindest in dem Moment, wenn sich das Spielfeld auflöst. Aber ich glaube, die ist maximal bei einem von 10 überhaupt verfügbar. Also mal gucken, ob es, wenn ich bis 40 runtergehe, ob die dann einmal auftaucht. Weil öfter ist sie auf jeden Fall nicht. Und das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, die Goldcard dann überhaupt zu erwischen mit so einem 10er-Block. Ja, jetzt bin ich schon weiter drunter und ihr habt noch keine Goldcard gesehen. Ah, da haben wir was ganz Leckeres für den Vampir. Guten Appetit. Und ja, auch er gibt einen lila Diamanten. Ja, so Vorführeffekt. Inzwischen taucht überhaupt keine goldene Karte mehr auf. Da, jetzt habt ihr es einmal gesehen, also da wäre eine goldene Karte gewesen, aber ja, die sind also doch sehr, sehr selten. So, da haben wir jetzt noch ein Auge, das geben wir dem Schädel, ist egal welchen Schädel ihr nehmt oder das Knochengerippe, könnt ihr alles nehmen. Und ich bereite schon mal den nächsten Knochen, das nächste Knochenpuzzle vor. Da ist endlich die Scroll ausgelöst. Und ich kann die nächste Maus fangen. Zack, erledigt. So, weil das ist nämlich auch ein ganz, ganz schönes Minispiel. Also Catgut, Seed of Pumpkin, Web of the Spider. Zack, Spider Venom, also Spinnengift und Wachs. Und das andere ist nämlich deswegen ganz praktisch, weil ich dann doch öfter mal nach draußen wechseln muss, allein um die Scrolls zu erfüllen und dann auch hier die Sachen einsammeln kann. Und eben Catgut und Pumpkins. Und damit ist die Scroll abgeschlossen. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Meistens taucht normalerweise ein lila Diamant auf, aber kann sein, dass da eben auch zufällig einfach die Boni drin stecken, weil so ganz genau sehe ich es oder höre ich es dann nicht, ob das jetzt ein Element war, was eben einfach nur einen Bonus enthalten hat.
Okay, der Besen ist auch schon wieder da. Was ein bisschen schade ist, wenn ihr eine so eine, also je nachdem in welchem Raum ihr halt seid, ist es so, dass der andere Raum nicht weiterläuft. Also wenn ihr jetzt hier drin die ganze Zeit seid und eben hier wartet, dass ihr die nächsten Sachen spawnen, draußen spawnen die Sachen eben nicht. Also klar, ich bekomme diese Boni eingesammelt. Also das, was hier so ein Autocollect ist, aber das ist eher deswegen, weil ich als offline gelte und deswegen die Sachen eingesammelt werden. Ihr merkt es auch ein bisschen, die Items, die offline zusammengestellt werden, also wenn ihr hier drin seid und meinetwegen hier 6 Stück eingesammelt oder einsammelbar sind, weil ich glaube jetzt nicht, dass sie unterschiedlich häufig sind, aber vielleicht liegt es auch daran, bekommt ihr außen nicht die gleiche Anzahl. Das heißt, außen sind die dann langsamer. Ich habe es umgekehrt noch nicht probiert, ob es, wenn ich draußen bin, letztlich auch so auftritt, dass wenn ich draußen 6 bekommen hätte, gewartet habe, bis 6 Stück zusammen aufgelaufen sind, dass ich, das war jetzt wieder ein Diamant vom Buch, dass wenn die aufgelaufen sind, ich hier drin nämlich auch weniger hätte. Aber das kann ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren. So, jetzt habt ihr auch das Monster gesehen. Ich glaube, jetzt sind wir soweit durch. Das Monster war das letzte. Was ich zwar nicht beantworten kann, aber was ich euch zumindest zeigen kann, ist diese Aussage hier. Man kann sein eigenes Bild da reinsetzen. Ich weiß aber nicht genau, wie oder was man dafür machen muss, um das einzustellen. Ich weiß nicht, ob hier irgendein Infotext kommt oder ob hier normalerweise das Porträt angezeigt werden würde, wenn das so ein Social Game ist, von wegen meinetwegen so ein Steam oder Facebook-Avatar oder irgendwas, was dann da reingezogen wird. Das würde ich mir am ehesten noch vorstellen, dass es wahrscheinlich so versucht wird, automatisch zu lösen, aber noch nicht ganz klappt. So, damit wäre ich soweit durch. Wie gesagt, ich sammle aktuell weiter. Bin noch am Überlegen, ob ich jetzt hier schon einen Autoklicker sparen soll, weil es lohnt sich eigentlich nicht, weil natürlich eh das meiste Geld über die Dinger hier reinkommt. Hier sind auch die wichtigsten unten auf jeden Fall schon mal aktiviert. Mal gucken, wie weit das Book-Einkommen aufgrund der Häufen und der vielen Multiplikatoren noch relevant ist dann, dass das eventuell auch deutlich höher ausfällt als eben andere. Im Moment ist es bei 13,6 SX, wenn das bei 34,4 ist, und es läuft halt sehr, sehr langsam. So, zum Abschluss also noch eine kleine Fliege für die Spinne, und die gibt generell die Glücksräder. Boah, da waren nochmal 5 lila Diamanten. Also jetzt zur Weihnachtszeit ist es auf jeden Fall zu empfehlen, macht das Spiel auf, lasst es eine Weile laufen und sammelt hier immer wieder die Items ein. Das Spiel ist sehr, sehr freizügig, was die Diamanten angeht an der Stelle. Ich hoffe, dass er trotzdem, dass er, sie, wer auch immer, ich weiß nicht, wie viele tatsächlich daran arbeiten. Also wenn ihr es falsch ansetzt, dann seht ihr, dass es runterfällt, aber die sind nicht verschwunden, sondern, ich habe vergessen, das Becken anzusetzen. Ist das das Becken? Das ist jedenfalls nicht das Becken. Die tauchen dann irgendwo wieder auf. Naja, doch, ist das Becken, wusste ich doch. Das ist auch so ein kleines Teil bloß. So, beide Beine dran. Es ist auch manchmal vorgekommen, dass die Teile irgendwie eingefroren sind und dann nicht mehr aufhebbar waren. Dann ist es so, dass die eigentlich schon vollständig sind. Dann müsst ihr da irgendwie den Rest zusammensetzen und einfach draufklicken, damit das Ganze dann wieder weitergeht. Ja, soweit. Okay, da ist wieder eine Falle aufgetaucht. Wieder in Sicherheit bringen und sozusagen auf den Teppich wandern lassen. Das Einzige, was mir jetzt, glaube ich, noch so als eben Element fehlt, ist dieser Bär. Aber dazu bräuchte ich halt hier das nächste Upgrade. Das werde ich dann wahrscheinlich in den nächsten Tagen, beziehungsweise wenn ich jetzt demnächst nochmal resettet habe, weil ich habe jetzt schon genug Halloween Spirits, um dort wieder einen 10-fachen Bonus zu bekommen und werde da jetzt noch neu anfangen. Also Fliege nochmal füttern. Und dann Reset. Oh, noch ein Keks, noch ein Kuchen. So. Da haben wir jetzt auch schon Goldstatus. Ja, und irgendwann kommt man dann überhaupt nicht mehr aus den ganzen Sachen raus, weil so viele Sachen dann auftauchen. Also, Reset.
die nächste Falle. Also im Moment können maximal 4 und der Besen und ja, ihr seht schon. Ihr könnt euch eine Weile mit dem Spiel beschäftigen oder das Spiel beschäftigt sich eine Weile mit euch, wie man es nimmt. Also, Neustart. Ja. So, dann fehlt da nur noch... Nee, ich habe dann schon. Mit 1 Billion habe ich jetzt alle. So, das Fegen geht auch bald auf die nächste Stufe. Die Spells werde ich jetzt mal noch ein bisschen dann investieren. Dürfte sich das auf jeden Fall lohnen, damit ich da ein bisschen schneller vorankomme. So, die Schwerter ermöglichen mir das Puzzle. Die Keys sind Rändern, das ist nicht so optimal. Dann machen wir das Schwert noch. So, dann sind die auch schon vollständig. Und klick. So, dann kann ich natürlich schon mal einen großen Teil einsteigen. So, damit ist das meiste vom Haus ja letztlich schon wieder hergestellt und der ganze andere Klimbim kommt letztlich durch die anderen Upgrades. Ja, was mir aktuell auch noch fehlt, wie man das Feuer eventuell einfärbt. Da muss ich mal schauen, vielleicht muss ich da die Sachen vom Butler letztlich verbrennen. Das wäre zumindest eine Erklärung, wie ich da überhaupt an verschiedene Farben rankomme. So, füllt sich das Haus langsam und die ganzen Sachen sind sozusagen wieder an ihrem Platz. Die Fallen sind natürlich jetzt nach dem Reset erstmal alle wieder weg. Aber die kriegt man dann relativ schnell wieder. Aber dazu muss der Ghoul natürlich weit genug aufgelevelt sein. Ich glaube erst ab der nächsten Stufe, wahrscheinlich dann bei 400, beginnt überhaupt das mit dem Ghoul. Jawohl, puzzeln. So, gut, damit sollte auch dann die Mausefallen wieder zurückbekommen werden können. Der Schlüssel taucht im Endeffekt auch nur auf, sobald mindestens 2 Türen freigeschaltet sind und ihr könnt dann natürlich nur eine öffnen, das heißt, das Spiel ist sofort vorbei. Erst nach 3 Türen gibt es dann die Möglichkeit, die eben mehrere Türen mit dem Schlüssel zu öffnen, bevor er dann wieder verschwindet. Eine Sache noch ein bisschen zur Strategie. Zum einen könnte eben hier dieser 1-Stunden-Time-Warp auftauchen. Der sollte halt dann nur eingesetzt werden, wenn wirklich alle anderen Sachen soweit durch sind, damit man da nicht irgendwelche Refreshes verschwendet, weil sich das halt dann nicht mehrfach aktualisieren kann. Also wenn alle Kerzen an sind, dann einen Zeitsprung zu machen, dann bleiben die Kerzen halt an, aber man verliert halt eigentlich nur mal eine ganze Runde mit den Kerzen, weil mit 1-Stunden-Time-Warp sind eigentlich alle Sachen wieder ausgelöst und neu verfügbar. So, Türen. Ja, damit sind die verloren, aber ist egal. Wie gesagt, diese Boni-Multiplikatoren, die brauche ich nicht so dringend, weil die laufen inzwischen wieder so lange, dass das kein Problem macht. So, jetzt mal gucken. Ne, also ins Feuer kann ich es anscheinend nicht reinwerfen. Also ja, ich weiß noch nicht, wodurch dann tatsächlich das Feuer irgendwie verändert werden kann. So, Ghoul-Einkommen noch erhöhen. Also weiter das Gespenst. Wie gesagt, die Augen kann man hier auch an alle möglichen von denen vergeben. Der Besen ist schon wieder da. Genau, jetzt habe ich nur 3 bekommen, weil die Spinnen natürlich noch nicht so weit waren, dass hier unten die Spinne noch ist. So, also hier ist es auch ein bisschen im Wechsel, weil hier sind jetzt die anderen Diamanten gewesen. Und hier 4:20 Uhr. Ah, anscheinend ist es jetzt erst bei 500, weil bisher ist, glaube ich, noch keiner aufgegangen, dass diese Hand da rauskommt. Also das ist, wie gesagt, erst ziemlich spät. Genau, also da kommt sie jetzt.
Und hier ist die nächste Scroll. Optic Lens, Electric Current, Dark Bark, Dipping Wax wieder und Rotting Flash. So, die anderen Sachen sind draußen. So, einmal Electric Current, da schwarze Rinde und verrottendes Fleisch. Genau, also habt ihr jetzt gesehen, dass da der lila Diamant aufgetaucht ist. Und wenn ihr hier draußen lang genug wartet, kann ja auch der Weihnachtsmann vorbeikommen. Nur mal so als Tipp. Falls ihr schon drin seid und die ganze Zeit vorm Lagerfeuer rumsitzt, auch hier draußen kann man noch was Weihnachtliches bekommen, aber nicht so viel wie mit den Socken, denke ich. Da lohnt sich schon, vorm Kamin sitzen zu bleiben. So. Also wie ihr gesehen habt, die Scroll, der Inhalt der Scroll ist immer random, auch wenn sich die Sachen, natürlich die einzelnen Elemente, regelmäßig wiederholen. Es ist doch ein bisschen abwechslungsreich, je nachdem, was man dann hier drin jeweils anklicken muss oder dann eben draußen. Ach genau, mit den Timebobs. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt vorhin zu Ende erzählt habe. Also das eine ist, wenn die hier in den Socken auftauchen, klar, dass man alles abgearbeitet hat. Aber deswegen auch den Schlüssel erst am Ende benutzen, weil der Schlüssel ja auch die Möglichkeit gibt, dass in den Türen so ein Time Warp drin ist. Das heißt, alles andere in dem Raum abschließen, bevor der Schlüssel verwendet wird. Das nur als Hinweis, damit man auch da möglichst den, ja, das Einkommen und die Gelegenheiten maximiert, um das Achievement zu vervollständigen, die halt hier alle mit den verschiedenen Aufgaben zusammenhängen. Also das mit den Schwertern, mit den Scrolls, Butler, Mäuse, Spinnweben wegmachen, Türen öffnen, Skelett zusammenpuzzeln, ja. Und natürlich die Uhrzeit stellen. Hier beim Scratchen ist es auf jeden Fall deutlich seltener, so einen Time-Warp zu bekommen. Aber hier habe ich jetzt zwei Chancen mit Diamanten, da kann ich tatsächlich mal einen Zehner reinhauen. Aber natürlich das Falsche. Und es gab eine Goldcard, sehr schön. Genau, sometimes books earn scams, also ab dem Zeitpunkt können die halt auch direkt diese lila Gems bekommen. Oder ich weiß gar nicht, ob das wechselt, ob das zwischen beiden Sorten wechselt. So, da ist jetzt schon wieder der Besen. Und inzwischen ist jetzt auch die Spinne da unten da, die hier hinter der Treppe. Und damit habe ich jetzt wieder 4 bekommen. So, die noch verfüttern, bevor ich mich jetzt dem Schlüssel widme. Ja, nix bekommen. Ah, Mausefalle, sehr schön. Gut, damit bin ich da jetzt auch im gelben Bereich, das heißt im goldenen Bereich, das heißt das vorletzte, bevor es dann türkis wird. Und danach dann lila. Blablabla. I want to drink your blood. So, wenn hier drin natürlich gerade alle Spinnen kaputt sind, muss man die Spinnen halt draußen einsammeln. Und es kommt aus meiner Sicht häufiger vor, dass die Sachen hier draußen einzusammeln sind. Also Wolken, die Hexensachen, dann eben das Spinnengift und die... Ah, diesmal ist Dark Soot. Das ist das am Feuer. Gut, aber soweit der Blick im Endeffekt ins Innere des Hauses, wie jetzt aktuell die ganzen Prinzipien sind. Den Bär, ich weiß noch nicht, mit was ich ihn füttern muss. Und ich weiß auch noch nicht genau, wie ich im Endeffekt das Feuer in eine andere Farbe bekomme. Ja, also ich weiß noch nicht, ob das sich erst ganz spät freischaltet, weil das mit den Gespenstern ist ja relativ früh gewesen. Soweit von Skin Collector heute mit dem Blick nach innen und auf zum nächsten Spielen.